gefüllt. Du machst scheiß Licht aus. Was für ein Müll? Ich kann da gar nichts. Wir haben maximal reingegangen. Was geht, was geht? Nächster Vlog. Deutsche Meisterschaft in Bielefeld. Wir haben es geschafft. Wir spielen erst am Freitag das Doppel. Morgen ist Einzelspieltag. Werde ich ein bisschen coachen, werden wir mir ein paar Spiele auf jeden Fall ansehen. Wir spielen wahrscheinlich gegen zwei aus Berlin. Das könnte schwierig werden, weil die ganz gut sind. Wir sehen uns auf jeden Fall in Bielefeld. Ich bin gespannt und viel Spaß. Can you find a destination? Bielefeld! Boah, wäre nice, wenn man bei der Deutschen Meisterschaft wetten könnte. Wäre nicht nice. Ich würde halt wirklich bei jedem Einzel auf mich wetten. Also wenn gegen Kai Schäfer spielt, dann setze ich mein ganzes Taschengeld auf. Doch, sie wissen nicht, was geht. Doch, sie wissen nicht, was geht. Ich glaube, wohl altert einmal seit 20 Jahren gar nicht mehr. Geht ab. Du machst scheiß Licht aus. Los, ja. Das Zähneknirschen, okay. Das Ladylike, aber schnarchen ist nicht. Du tust immer so, ja, du hattest gefragt, als ob man es so mit Absicht macht oder so, um dir zu schaden. Ja, Junge! Ist das Benno, oder? Ich glaube, du hast nur das halbe Feld drauf. Das war ein viel Marcel drauf. Geil, aber gut. Schlag den Ball lang! Wunder! Ich schlag den Ball lang! Vorstellen, wie Nico gerade so drei Worte die Sekunde redet. Und Tim gar nicht mehr zuhört. Wenn ich mir der Merkel diese Business und trinke die Gepäck in seine Kiste mit der glitzernden Kette. Und Lars, Aufschlagrichter Valentin Flöter. Feld 1. The longest run of the match so far. Oh, he's missed it. It's gone under the net. Tobi ist gar nicht nervös. Hat Tobi auch schon mal gekriegt, im Mixed gegen mich. Thank you.
als du in der Ritze lagst. Ja. Ja. Schon. Erster Tag bei der Deutschen ist geschafft. Es sieht ziemlich sick aus. Also ich meine, schaut euch das an. Diese grünen Felder so sehen einfach so todesnice aus. Also hat man einfach nur, wenn man den ganzen Tag da sitzt, so krass Bock zu zocken. Ich finde, man fühlt sich halt immer auch so auf Matten einfach krass gut so auf. Dass halt einfach ein ganz anderes Feeling ist, darauf zu zocken. Wir haben am Ende noch ein bisschen was essen, gerade eben einfach noch entspannt ferngeschaut und wir hören uns dann morgen früh. Guten Morgen, es ist 9.39 Uhr, wir fahren jetzt gleich los und dann ziehen wir uns auf jeden Fall noch die Spiele rein. War uns gut warm, ich bin todeshyped, werde alles geben, dass wir das gewinnen. Wir sehen uns in der Halle. Thank you.
Tim, was hast du zu unserem Spitze sagen? Warte kurz. Tim? Ich bin jetzt sehr auch gerne ein Interview gerade. Warum? Ich werde es noch eingehen. Schön, dass wir haben maximal reingeschissen. Schiedsrichter, Auftragrichter Manfred Gekiel. Aufgegriffen. Das habe ich nicht drauf, Sophie, dass du gerade gegen gerantet hast. Alles klar. Das ist mir gerade mehr bewegt als im Doppel. Kleiner Gnome, weil. Ey, Junge. Boah. Den gewinnen, den Ballwechsel. Dann verlieren sie aber trotzdem vielleicht. Flache Vorn-Ecke, da sollte man nicht reinkommen. Oh.
kann ja. Ich kann immer sagen, den kenne ich. Aber Namen und zusammen und Gesichter zusammen. Ja, das geht gar nicht. Da war ich gewartet. Mal zwei. Wer hat das Parkticket oben vergessen? Ich hab's nicht vergessen, ich hab's da abgelegt. Das ist wirklich ein großer Unterschied, Sophie. Nico, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt laufen. Ich komm mir vor, wir müssen bei Batman. Dark Knight. Ob das so legal ist? Aber wir können von hier jetzt mit dem Fahrstuhl. Vier Mentos in meinem Mund. Schnell. Schnell. Rast. Gibst du dich jetzt beim Essen? Also? Oh yes. Kurzer Recap zu diesem Wochenende. Wir haben leider nicht so gut gespielt. One hat gelegen. Was heißt denn wir? Tim und ich. Ihr seid ausgenommen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das heißt, ich muss mich unbedingt nochmal zu Deutschen qualifizieren, dass ich das wieder ausgleiche. Und dass du nicht gegen ein Berliner Paar spielst? Das wäre ganz cool. Oder ich gewinne es einfach nächstes Mal. Wie war denn diese Nacht so mit dem Schlafen, Nico? Diese Nacht war besser zum Schlafen. Hm. Es gab kein Schnarchen, es gab kein Bohren von den Nachbarn. Es gab lediglich Ruhe. Recap zu diesem Wochenende war nicht so gut. Das war nicht mal Wochenende, ne? Das ist eigentlich das Beste. Was geht? Die deutsche Meisterschaft ist geschafft. Ich bin zurück in Berlin aus Bielefeld. Es war echt ziemlich nice. Es waren ziemlich coole Tage. Das Spiel war okay. Es war in Ordnung. Wir waren super am Netz. Das war echt ziemlich nervig. Und am Ende waren wir einfach so ein bisschen raus. Aber man kann nicht alles haben. Von daher war es ziemlich nice, dabei gewesen zu sein. Und dadurch, dass es vor 2 Jahren irgendwie nicht geklappt hat, weil Tim dann einen Tag vorher krank geworden ist, wir letztes Jahr einfach richtig scheiße gespielt haben und ich generell mit dem Fuß super lange zu tun hatte, bin ich einfach nur mega froh, dass ich überhaupt das spielen konnte und auf dem Feld einfach schon stand. Und ja, in nächster Zeit werden auch ein paar andere Videos folgen. Ansonsten wieder ein Vlog und bis dahin. Peace out.